35. Jazzmeisterschaft, Ernst, ein grosser Erfolg, he? Ja, da kann man sagen, wenn man über 270 Jazzer da hat und eine so friedliche Runde und es läuft so gut und jung und alt, das denke ich vor allem auch schön. Der jüngste Jahrgang 2009, der älteste Jahrgang 1932, das ist herrlich. Darf ich eine nehmen? Gut, der Ernst. Sonst dürfen wir nicht reinlangen, da wird man bedient. Ja, siehst du noch? Würdest du sie von Hand her? Ist so gut, danke. Jetzt kannst du noch etwas sagen, Anni. So macht, aber auf jeden Fall, so, gell, Anni, so macht das Jassen Freude. Ich tue lieber singen. Gell? Ich singe lieber wieder, dass ich jasse. Passt ja perfekt zusammen, ein richtiges Team. Die einen singen, die anderen jassen, die anderen arbeiten, die anderen spielen. Ja, das ist doch wirklich ein Dorffest pur. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es so selten eigentlich gibt. Nicht Spieler Maul halten, heisst es ja. Und das habe ich natürlich dann auch müssen. Ich konnte ganz, ganz leislich über die Rücken schauen, in die Karten rein schauen, aber mehrheitlich natürlich müssen still sein. Du, wo muss es dann zusammengehen? 157. Aha, nicht stimmt. Los, jawohl. Hat er einen beschissen vorher? Ja? Ja, nein, zu wenig zählt, er hat nicht beschissen. Aha, gut. Ja! Yeah. Verschissen gelaufen, gell? Richtig, ja. Richtig verschissen gelaufen. Diego, und du hast ja gelacht. Nein, das ist wirklich nicht mehr zum Lachen. Und eine 10, all da. He? Hast du gemacht? Ja. Hey, der läuft aber gut, Niki. Ja, aber nur in dieser Runde. Ja. Wenn das nicht überbewerten. Ja. Sonst bin ich Gentleman und überlasse das Feld der Dame. Aha. Ja, aber hey, was ist denn deine? Du Kokosiner oder was? Also, ihr überlasst ja. Es auch? Ja, genau. Ja, hallo? Das ist ein Verwandtschaftsbonus, Sandra. Ja, ich glaube nicht, dass der spielt hier, nein. Ja, meinst du? Ah, er würde mit der Mama wäre Cousine, ja. Spielen, aber mit mir. Ah, ah. Ich denke, du darfst noch ein bisschen mehr haben, nach Hüssern, die wir hier haben. Dann habe ich wahrscheinlich das Handy. Aber ist gut gelaufen, hä? Ja, 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 ja. Bis jetzt. Zufrieden. Hat man da irgendwie einen Präsidentenbonus, oder? Leider nicht. Leider nicht. Du, warum macht man das auch mit in der Jazzmeisterschaft? Ja, wenn Grab der Grab wieder ist, dann ist klar, probiert man das Beste. Ja, du, hast von Frauenbonus keine Spur, gell? Ja, nicht gross. Aber es sind wenig junge Frauen, die mitmachen. Warum? Das weiß ich nicht. Weil sie gerne verlieren. Ich glaube, das ist eine persönliche Sache, das hat nichts mit Frau zu tun. Gibt es da Frauenbonus? Nein, es ist einfach gut gespielt. Ja, ja, also das ist ja wahnsinnig. Also, ja, ja. Also 157 hat noch keinen gemacht, aber fast schwerster geraten. Ja, weißt du. Ja. Was ist da für ein Kollege, der da drei gepfuscht hat? Da? Dumberger. Schreiben noch ein bisschen. Ich habe einen Stich. 52 mit dem Trumpf 7 und dem Trumpf 8. Ja, da nützt dann auch alles nichts mehr, nicht einmal für einen Schreiber. Hast du einen Hexenschuss gehabt beim ja, Aufstehen? Genau, so. Aber sagst du beim Jassen so gut gewesen? Schon. Ja, haben sie gesagt? Einmal haben wir sie gebraucht. Und wenn man zwei Jahre lang gut gewesen ist, dann darf ich es so wieder mal abwürzen. Ich will sagen, du hättest etwas verteidigen eigentlich. Ja, richtig, ja. Aber es hält nicht heute. Spielst du mit offenen Karten? Also, wenn jetzt sie es nicht gemacht mit so viel wenig, wie sie es gemacht hat, kannst du nicht bescheissen. Nein, ja, oh, nein. Also, bist du nicht zufrieden? Nein!
Ist jetzt noch der Hans-Jürg in der Nähe? Du? Ja, du Hilfiger, ist das eine Läufergruppe da? Ja, das ist eine Läufergruppe. Ah, ja, kann man sagen. Losertruppe. Ja, aber zufälligerweise zusammengewürfelt. Aha, ja, gut, ja. Ja, und du, du sagtest auch, sehr Jakob, und du hast ein Bier, das hast du umgestellt heute. Jetzt habe ich die lockere Variante genommen. Wie steht es, Heinz Schneider? Nicht gerade gut. Also gibt es keinen Sieg der Mal? Nein, nicht einmal einen Kranz. Heiter fahren wir nochmal. Ja, warum denn? Schlechte Karte und schlecht geasset. Oder schlechte Partner? Ja, das hat vielleicht nicht gerade, nein. Also du bist sicher der Jüngste hin, hä? Nein, noch nicht ganz. Nicht? Nein, vor zwei Jahren bin ich der Jüngste gewesen. Und wie läuft's? Nein, nicht so gut. Oh. Ist schon besser gelaufen. Und beschissen sie da die anderen oder behandeln sie ein bisschen bevorzugt? Ja, vielleicht ein bisschen bevorzugt haben sie mich, aber beschissen dann sicher nicht. Er hat doch Karten gehabt wie verrückt. Eben, gell, hat Ass und Bauer und Nell und alles hat er gehabt. Aber er hat auch sonst gut gejassen, tipptopp. Hey, die lange Ritter, du bist schon mal gewonnen, gell? Ja, schon lange seither. Und wie steht es jetzt? Jetzt nicht so gut. Peter, 383. 76 sind in zwei Bereichen. Jetzt geht's genau. Der höchste ist 978. Da gibt ja fast einen neuen Rekord, gell? Ich glaube, der Rekord war bis jetzt über 1831 in den letzten Jahren. Und wenn es so weitergeht, dann gibt es einen neuen Rekord, he? Ja, schon, aber die Gefahr ist genau bei vier Runden, dass man einen nach einer schlechten Runde rausziehen und plötzlich abstürzen. Wobei man nicht mehr verschreien. Aber es hat schon Leute gehabt, die haben nach drei Runden eindeutig geführt und haben eine schlechte vierte Runde gemacht. Zweite Station beim Grabser Göpp, das Skirennen organisiert vom Skiclub Grabserberg bei der Talstation Südhaus in der Tour. Der Daniel Fetsch da links, ein Haufen Helferinnen und Helfer, die das möglich gemacht haben. Der Daniel Fetsch hat nachher nicht mehr gesehen. Ein Hundskälte war, super Wetter, schönste Piste. Du, was ist los? Es ist kalt. Ja, genau, darum bewege ich mich. Aber du hast so wie vorher gesagt, es sei noch nichts, oder? Nein, wir waren ja zu warmes Kaffee gut trinken. Katja, Grabser Göpp, zweite Station, wie läuft's? Gut. Ach, ein Kälte ist halt, gell? Ja, ist im Winter ist das so, nein, ist genial. Könnte nicht besser sein. Aber wie ist es das? Also, wie wird am Schluss das gewertet? Es war zu Jassen und jetzt gehen sie Skifahren. Sind es immer wieder andere Leute? Ja, am Jassen sind praktisch die gesamten Teams fast am Tag dort gewesen. Und da sind es jetzt knapp 100. Von 170 Leute sind im Ganzen. Und mitmachen am Grabser Göpp. Und ja, gut, die Hälfte ist jetzt heute auch dabei. Und also als Mama, Schülerinnen, hast du gefähnet? Bist du zufrieden gewesen? Ich bin spät gekommen. Oh, ich habe es immer gedacht. Unglaublich. Die andere Tochter musste auf Schellis fahren, genau. Ja, das kann passieren, wenn man als Mutter verschiedene Pflichten hat. Wir haben den Lauf aber von der Doria Grosniklaus gefilmt und hat Katja es ja zuschauen. Doria ist übrigens in der Kategorie 4. bis 6. Klasse bei der Mädchen 7. geworden. 4 Sekunden hinter der Leandra Sulzer. Die Leandra Sulzer ist dann auch noch bei Snowboard angetreten. Der Name Sulzer ist überhaupt mehrfach erschienen. Kunststück bei der Mutter, bei der Petra. Zuerst war also Schüler Skirennen gsi, bevor der Grabser Göpp gekommen ist. Wegfahren ist mit dem 56 Karin Tischhut. Startnummer 57 kann starten. Startnummer 58 kann starten. Schreibst du den Artikel schon, bevor es fertig ist? Nein, nochmal anfangen. Aha. Und mit dem Umgewündel im Zeitmessungshäuschen habe ich verpasst, dass die Schüler draussen auf einmal älter waren. Sind. Ist dir gut gelaufen? Tipptopp. Ja. Und noch gut gehört, das 3 Sekunden. Hoi, hoi. Der Jakob Müntener, hier auf der Piste und hoppla, und da hat es noch gebodigt. Also, eines muss man sagen, der Jakob ist eigentlich ein hervorragender Sportler. Ich kenne ihn vor allem als Läufer, aber sicher auch ganz ein guter Skifahrer. Aber hier hat es jetzt schon Gott vergessen, gebodigt. Gut, der oberste Teil, da muss man klar sagen, ist viel steiler, als was es hier jetzt so aussieht. Es war wirklich kalt, die Piste war hart, aber wirklich super Verhältnis. Ja, und jetzt sehen wir, er packt das zusammen. Gut, wir warten das jetzt nicht ab, wir schauen noch weiter. Und ich habe dann unten mit dem kurz geredet. Hast du nicht gesehen, dass ich die Option mit beiden Ski habe? Das sollte dann auch alles sagen. Ja, aber so, Jakob. Was? Musst du jetzt lieber Skifahren, jassen oder säckeln? Es kommt immer darauf an, wenn, wie, wo, was. Und gewürfelt hast du schon? Ja. Was hast du gemacht? 5. Oh. Ja, das passt. Passt. Gut, das spielt keine Rolle mehr. Wie noch gestürzt, die Option. Aha. Das ist egal. Und dann hat Jakob die Ski angelegt, aufgegeben. Das hat es für Jakob noch nie gegeben. Ich kann mich gut erinnern, er war zu mir in die erste Klasse. Auf jeden Fall, Jakob hat es wieder gepackt und ist hier weitergefahren. Michael Hess,
Er startet fürs Team Rümli. Hey, du, das ist voll professionell. Ein riesen Stress, nicht? Brutal. Nein, aber schon, oder nicht? Nein. Komm jetzt. Nach 15 Jahren weiss man wieder, wo er starten. Michael Hess ist bereits im unteren Teil der Piste und oben der Anfahrt weg mit der Nummer 458, der Elias Heep. Er startet für das Team Flo & Co. Das ist der Markus Rüdisüli vom Team Feuer. Macht oben ein kleines bisschen einen unsicheren Eindruck, kommt dann langsam so in Fahrt, in Schwung. Man könnte denken, er bringt es sauber, aber kommt auf den zweiten Teil der Piste und bang, und da bodigt es ihn. Ja. Und unten natürlich hat man gefilmt und jetzt mich interessiert, warum ist das passiert? Wie hat man es beobachtet? Hey, was hat es gefilmt? Hat er falsch gefilmt? Ich weiß doch nicht. Dass er das mal gefahren hat. Ja, ich bin ja nicht gefahren. Ich weiss nicht, was er gefahren hat. Und wie ist er gelaufen? Super, bis auf das Einfädeln war es ganz gut. Kein Scher. Mal, aber ich wollte ihn nicht abschneiden. Nein, das müssen wir noch öfter. Ja, was hat er echt gemacht? Bist du auf Nummer sicher gegangen, hä? Mit Abinnen? Ja. Ja, sicher ist sicher, sonst tut es nicht. Krebs gehabt die dritte von 10 Disziplinen. Weit nach Mitternacht über einem halben Eis hier. Der Final bei der Volleyballnacht innerhalb des Krebsen Cup. Hier spielt jetzt eben Frauen-Männer-Riege. Die sind auf Platz 2 gewesen, gegen 10 Kostig, Edelstee, was immer das so soll heissen. Stand 3-2. Momentan sieht es, jawohl, jetzt ist es 3-3. Und bei diesem Stand steigen wir hier eben in die Reportage ein. 21-19. Matchball.
Knappe Sache, der dritte Bewerb, die wohl über Nacht beim Krabsen Cup. Ja, ich nehme an, der Zwischenstand ist mir jetzt im Moment noch nicht bekannt, aber ich nehme an, dass jetzt Frauen-Männerige sehr, sehr nach wird an Skiclub Krabsenberg herkommen, wenn nicht überhaupt drüber. Skiclub Krabsenberg, muss man klar sagen, auch Iverdurst Plus, überhaupt alle einen riesigen Einsatz. Ein kleines bisschen Gruppenglück spielt sicher auch eine Rolle und dann ist es sehr oft auch eine knappe Sache gewesen. Was mir aufgefallen ist, es ist immer sehr, sehr sportlich zu und her gegangen und das ist ja da so eigentlich immer noch zählt. Ja, man darf gespannt sein auf einen weiteren Verlauf im Krabsen Cup. Das nächste ist ja dann der Gamperney-Berglauf. Wir halten euch hier immer auf dem Laufenden. Wer hier oben am Fuss von Marco Kopf angekommen ist, der hat es geschafft. Es ist unglaublich, was für eine Beachtung der Gamperney-Berglauf hier findet. Hier sind wir jetzt ungefähr die Position 2,5 Kilometer, also ein kleines bisschen weniger als die Hälfte bis zum Jugendziel. Und hier können die ersten Jugendlichen in diesem kleinen Anstieg jetzt hier, ja, man muss eben auch taktisch laufen. Ihr seht jetzt die, die hier vorne sind. Ihr seht hinten da der Kleine, das ist, glaube ich, der Dominik Gebelein von Gams. Und der macht dann noch Geschichte. Ihr merkt, es ist immer auch eine taktische Sache, wie man aufläuft. Man darf sich nicht zu fest vorausgaben, unten dran. Es drückt halt einfach. Es ist die 2.45, die als erstes kommt. Dominik Gebelein aus Gams. Dominik Gebelein aus Gams. Also die Laufbegeisterung hier zu Krabs, die scheint irgendwie ansteckend zu sein. Bravo!
hopp, 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 hopp. Ja, eine tolle Sache, glaube ich, ein Dorf dreht auf, das kann man wirklich sagen. Der Zusammenhalt, das Engagement von einem Verein, von all den vielen Leuten, die mitmachen, von den Verantwortlichen, von Seiten von Politik, von Gemeinden und von all denen, die das einfach ermöglichen, wirklich eine tolle Sache, der Krebser geht. Ja, und jetzt kommt es zum Kleinkaliberschiessen. Ein kurzer Filmbeitrag, weil es lässt sich ja niemand gern über die Schulter schauen, was man geschossen hat. Und einen Haufen schiessen das erste Mal. Du hast schon mehr geschossen? Ich schieße einiges nicht. Ja, aber heute geht es um Mötschis, oder? Ja, um Käse. Und ihr habt schon mehr geschossen? Nein, nur der Kilbi. Ah, gell, wenn die Kampagne geschafft hat, dann schafft man ein bisschen. Was, der Kilbi? Nur der Kilbi. Ja, was, selber geschossen oder schiessen los? Nein, selber geschossen. Du auch, selber geschossen? Also, beim 1400 Jahren habe ich mal mitgemacht. Das erste Mal, nicht das heute, das zweite. Und, wie siehst du es? Tiefer Durst? Ich glaube, da sind wir stark. Gut. Und die am Dienstag geschossen haben, ist gut. Du, ist es noch schwierig, um es so anzulegen, dass es passt? Nein, also es ist einfach Einstellungssache. Ein bisschen Glück einstellen. Und jetzt hast du mit dem Licht, mit dem Wechsel, du hast vorher ziemlich wechselndes Licht gehabt. Ja, aber das ist auch, das liegt nicht an der Brille, das liegt allgemein. Das ist ziemlich schwierig. Aber hast du es locker durchgeschossen, hä? Ja, ich bin eine, die ziemlich schnell schiessen kann. Sie tut nicht das Gewehr auflegen. Sie hat das sogar mit der freien Hand, dass sie das Gewehr abstützen. Und das bedingt langjähriges Training, wöchentliches Training. Und das tut sie schon sehr gut umsetzen. Lichtverhältnis, gell? Schwierig heute. Genau, das Lichtwechsel, es kann die Wolken, die vorbeiziehen, es wird heller.
der Wind hat auch noch einen Einfluss. Jetzt aktuell nicht, aber heute Morgen hat es zum Teil mal links, mal von rechts gewindet. Und weil wir da den Sport im Freien durchführen, sind das alles weitere Einflussfaktoren, die man Sportschießen muss berücksichtigen. Ja, Céline Brauchli, eine Sportschützin. Apropos Schiessen, es geht jetzt weiter zum sechsten Bewerb vom Gramsen Cup, eben zum Goalschiessen. Fußball-Dorfturnier. Das Dorfturnier, das gibt es ohnehin. Und innerhalb von dem Dorfturnier gibt es eben auch noch den Gramsen Cup. Ja, ich sage nochmal, ein Dorf treibt auf. Der Gramsen Cup, das ist wirklich etwas ganz Tolles, wo der Zusammenhalt von Grabs, von diesen Vereinen, von Politik, von Verantwortlichen vom Verein, von allen Leuten, die mitmachen, wirklich eindrücklich manifestiert und zeigt. Es ist ein Miteinander bei dem Grabsen Cup. Und auch im Fußball ist es ein Miteinander, auch wenn es ein Gegeneinander ist. Und das ist ja eben schön, eben der Spirit Grabsen Cup. Ja, ein paar Eindrücke vom Fußball, natürlich, da gibt es häufig zum Zeigen, aber einfach ein paar Impressionen. Und nachher geht es dann weiter zum 7., zum Seilzeichen. Freut euch drauf. Sandra, was haben Sie gemacht mit dir? Ja, eben, die Fürst, die keine Angst hat vor dem Ball, muss ins Goal. Und so bin ich. Ja, aber hast du keinen Schiss? Nein, ich habe wirklich keinen Schiss. Nein, ich habe mal geschaut, von selber her. Fürcht es mir nicht. Voll im Griff, hä? Voll im Griff. Erstes Spiel, Grabsen Cup, Anspiel, Petra. Jakob 8 Wochen verletzt. Und jetzt geht es los. Schauen, ob er durchhebt natürlich. Das ist immer die Frage. Oh, das sieht böse aus. Das sieht böse aus. Wer ist es? Ja. Das ist der Jakob. Wie gesagt, 8 Wochen Rekonvaleszent. Schauen, ob die Muskelfaser ins Hebt. Freistoß, Eifertausch mit dem Patrick voran. Schönen Angriff von Frauen und Männerreihe, aber Abwehr von der Sandra. Hoppla, sie hat gesagt, sie ist schon mal im Goal gestanden, sie versteht etwas. Jawohl, Patrick jetzt im Angriff. Triple, also Radfahrer ist sein Metier, Velofahrer auch, aber jetzt der Jakob. Schauen, ob da seine Muskelfaser ist, hebt. Und Schuss von Diego, knapp daneben. Wagenbau-Anspiel gegen Skiclub Grabsenberg. Skiclub Grabsenberg weit vorne. Ich weiss nicht genau, wie die den shooten können. Ja, lassen wir das mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall hier gibt es auf jeden Fall und drei gehen es natürlich auch. Hoppala! Körpereinsatz pur und schon wieder. Da geht es zur Sache. Heula! Ja, Grabsenberg zeigt. Hoppala! Vollen Einsatz. Wagenbau wieder im Angriff gegen Skiclub Grabsenberg. Muss ich alles zurücknehmen? Also Grabsenberg, die können shooten hier, siehst du. 1-0 Skiclub Grabsenberg. Lass auf den Ball! 2-0 Skiclub Grabsenberg. In der Bibel, super. Sehr gut. Sehr gut, gell? 2-0. Du bist denn der Sus, Pascal? Sind ihr weit vorne? Keine Ahnung, hat gerade angefangen. Ah, so. Du meinst allgemein? Ja, allgemein. Grabsenberg, ja. Ne? Mitte hinten. Mitte hinten. Aber da, super, 2-0 gegen? Feuer oder Flamme, weißt du? Hey.
Seil so rein fiktiv schon in der Hand? Ja, ja, sowieso. Hast du schon geübt? Ja, ja. Haben wir einen Kurs gehabt? Ja, wir haben dort ab und zu mal noch Zeichen. Eben, hä? Ja, ja. Kommt es eigentlich aufs Gewicht drauf an, das man einsetzen kann, oder? Ja, ich glaube alles ein bisschen. Falso. Alle zusammen miteinander, ja. Und das Gewicht und ja, ja. Ist das streng, gell? Ja, es geht. Hauptsache lustig und miteinander. Und ja, ja, gute Sache ist, dass der Grabsel geht. Wie weit vorne bin ich wirklich? Du bist es eine Markierung. Es hat eine Mittelmarkierung, ja. Eine Endmarkierung und eine Haltermarkierung. Mitte ist etwas anfängt. Ja, weißt, jetzt. Ich bin eigentlich Damian, hinten dran. Wenn ihr irgendwie Führung habt, dann sollte ich mich hinterlehnen, um das zu stabilisieren, damit ihr aber die Kraft nochmal. Ich bin nicht der, der zieht. Ich bin eigentlich nur der, der stabilisiert und eigentlich das ganze Zeug eigentlich hebt hinten dran. Zeugen wir alle gleichzeitig, ja. Im gleichen Takt. Und der Trick wäre, wenn es ein Pull, dass man möglichst schnell, dass genau. Wie die anderen schlafen, oder? Ja, genau. Dass du gerade ziehst. Der erste Moment, wenn du zeugst, ist sehr wichtig. Ja. Das heisst Pull. Volle Kanone zeugen. Und ich lege mich auch voll hinten rein. Also eigentlich zeugen wir nicht mehr, sondern wir lassen das hintere Knie mit dem Kraft. Schon zeugen sollte. Ja, ja, aber es ist mit dem Körpergewicht, was du machst. Genau. Und mit dem rechten Fuss. Und den Winkel verkleinern. Also nicht nachgreifen am Seil, sondern du hebst fix am Seil und gehst mit den Füßen hinter. Ja, ja. Das ist auch sehr wichtig. Auf! Auf! Spannen! Ja, liebe Leute, wenn ihr denkt, ihr seht ein Seil, es ist kein Seil da! Imaginär! Jetzt gehen wir auf den Ja. Du den rechten. Ja. Wieso der rechte denn? Der rechte. Ah, mit der linke. Der linke tust du beim Spannen. Du musst den linken stabilisieren. Dass wir nicht zurückgezogen werden, da kann ich fixieren. Und je geräter du bist, desto einfacher kann man es aufzeichnen. Passt, oder? Und je senkrechter ich bin. Ja. Und dann laufst du in das Rund. Aber wie gebe ich euch den Takt vor? Du musst einfach. Ich schaue einfach auf mich. Wir schauen auf deine Füße. Also jeder schaut auf den Fuß vom Boden. Und du musst schauen, dass du immer im Takt bist. Nicht einfach, wenn du da bleibst. Wie bin ich da? In dem, ja. Oder am Darum hinter mir vorne. Eigentlich müssen wir immer weiter. Wenn es dann nur an der Schule liegt. Habt ihr ihnen nachher gezeigt, wie es geht? Ja, die wissen schon wie. Hä? Ja, aber ein bisschen Taktik ist schon dahinter. Ja, 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 ja. Haben sie einen Kurs gemacht? Nein, sie sind gut trainieren zu uns. Eben, gell? Ja. Auf was kommt es denn vor allem davon? Das Gewicht allein ist ja nicht entscheidend. Nein, gell? Nein, die Technik und dass die Mannschaft miteinander tut. Einer muss den Takt angehen oder ja, eine, gell? Ja. Coach sollte den Takt angehen und dass die Mannschaft schön miteinander. Selber sagt man, marschieren ist es selbst. Ja, wie eine Uhr wäre, ein bisschen sollten sie tun. So müssen wir auch machen, wie du gesagt hast, auf welche Seite das wir tun. Okay. Du hast geübt, gell? Nein, Filmstudie gemacht. Nein. Aber du bist schon ein paar Mal da gewesen. Du müsstest uns eigentlich sagen, wie man es machen muss. Ja, einer muss den Schritt angehen oder eine. Manu. Dann haben wir es. Hoi. Dann haben wir es, dann sagt man. Wer marschiert du? Ja, ich tue das Kommando geben. Sam ist nämlich wichtig, gell? Ich glaube, ich habe das Film vom ersten Grabsergap von dir geschaut und ich glaube, Sam ist wichtig. Ja, ich habe das Gefühl. Und jetzt hast du ein Studio, oder was? Ja. Aha. Was sind jetzt hier die Mannschaft? Wir sind die 10 kostlichen Edelsteine. Ah, Edelsteine? Genau. Was hat er da mit Grabs zu tun? Ja, wir haben eben einen Grabs, der ursprünglich von Steinen kommt. Und darum sind wir eben die Edelsteine. Dann habe ich das auch immer falsch gesagt. Fall. Zeig mal vorne das Deckblatt. Ja. Ah, kostige Edelstee. Edelstee! Edelstee! Die Taktik, das sagt jetzt der Coach, sie sollen ein bisschen wippen, aber das ist dann wahrscheinlich. Da jetzt wir eben nicht lass mal. Jetzt haben wir zu drin. Ja, nachher musst du schauen, wenn sie eben nachgeben, dann geht es wirklich auch Schritt führen. Schritt für Schritt. Der Winkel bleibt immer gleich. Ich schaue nie hinter. Nein, Mumul, er schaut nachher schon noch hinter. Du, ja, das ist gut. Das ist 2 Minuten 40. Ja, aber sie verlieren den Engländer. Aber warum wippen die? Ja, Taktik halt. Jetzt! Ruck! Oh, ruck! Nochmal! Und ruck! Oh, ruck! Oh, ruck! Oh, ruck! Oh, ruck! Oh, ruck! Oh, ruck!
Sieben Sieg, Chef! So gut! Du bist ein Schrittmacher in diesem Fall. Ja. Was musst du machen? Sägen, wenn es mal zücheln muss. Das ist gefährlich, wenn du so eingebunden bist, meinst du nicht? Jetzt geht es noch, komm. Jetzt geht es noch. Und sonst musst du nicht auf deine Leute vertrauen, hä? Ja. Fest, sehr fest wahrscheinlich, habe ich das Gefühl. Und dann eben miteinander auch die Schritte für sie machen, gell? Und ja, nie gegen die Führer lassen. Sei tief, sei tief! Sieha! Sieha! Ganz gut gesehen, super gesehen, schön gesehen, super gesehen. Und sei leise, machen Sie es separat. STV-Kraftwerk, danke, du bist. Aber gell, es drückt brutal, gell? Tierisch, tierisch. Hä? Brutal drückt's. Aber wir sind recht überlegen gewesen jetzt, hä? Ja. Kann man so nicht sagen. Man ist von Anfang an relativ guten Schritt hineingekommen. Und dann hat man es ein bisschen ringer. Wie sehen die Chancen gegen Führer wieder im Finale? Ja, gut. Meinst du 3-0, 2-1? Ja, 3-0 wenn wir. Kein Kommentar. Siehst du es denn? Zweiter Halbfinal. Seil auf. Fliegen Blau Seilzüchen. Wer brav? Skiclub Trapsenberg gegen Recycle. Guter Tritt. Alle bereit. Simon. Führwehr gewinnt, sagt Zücher, eine heisse Sache der Grabsen-Göpp. Und heiss ist es bleiben, auch betrachtet Disziplin beim Beachtennis. Du hast ein bisschen auspowert aus, ist streng, gell? Heiss, heiss ist. Und auch streng, gell? Ja, so ist es. Und heiss, jetzt muss ich ein bisschen schnaufen. Du, das ist noch hochkompliziert, das hast du alles im Griff. Er hat alles im Griff. Ein Sohn, jetzt schiebst du alles hier gerade an, gell? Ja. Thank you.
Hauchdünn verloren gegen Flo & Co., die kostlichen Edelsteine. Ja, aber Grabsergöp heisst nie aufgeben, immer dranbleiben. Und die kostlichen Edelsteine, die haben es im Finale geschafft, bei der 9. Disziplin beim Unihockey gegen den Haushoch-Favorit gegen UHC Rangers. Sind wir gespannt, wie es rauskommt. Heiß 0 Edelsteine. Heiß 0 Edelsteine. Edelsteh. Und Achtung, UHC auf dem Vormarsch. Edelsteh wehrt ab. 4:36, 2:0 Edelsteh. Noch 2:0 nü. 18 Sekunden, immer noch 5:0, Angriff Edelsteh, haushoch überlegen, ganz ehrlich gesagt, haushoch. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Edelsteh gewinnt! Yes! Jetzt hat er eine Chance auf eine Gesamtsieg. Sagst du? Ja, glaube ich schon, hä? Weiss nicht. Ich glaube schon, meinst du? Es sind ja nicht alle Resultate bekannt. Aber was denkst vom du? Vom Schiessen. Was denkst du? Was ich denke? Ich hoffe unter den besten drei. Du, Stutzi, ja? Was ist das so für ein Gefühl, wenn ihr so Ladies und da die UHC geschlagen haben? Ja. Ich sage mal, für die UHCler ist es nicht so gut. Die war ganz klar der Favorit. 5-0, gell? Eingegangen, wie noch was? Ich muss aber auch sagen, sie haben ein paar Unihockeyer, das sind derjenigen, die ein bisschen, ja, artfremd sind und ein bisschen weggegangen sind. Und weißt du was? Ein unglaublich schneller Goal mit einem ganz guten Blick, der Witschus gut hat. Wer rutscht es für eure Mannschaft? He? Ja, ich glaube, in der momentanen Situation können wir den brauchen. Ja, so Erkenntnis wachsen wahrscheinlich aus dem Grabsergöp raus. 17 Mannschaften, 9 Disziplinen und jetzt eben der Schlussabend. Zeit zum Diskutieren, zum sich austauschen, zum friedlich zusammen sein.
guten Abend auch noch von meiner Seite. In wenigen Augenblicken ist der Grabser Cup 2019 bereits wieder Geschichte. Wir haben ein tolles Jahr erlebt mit vielen sportlichen, kameradschaftlichen und darum wahrscheinlich auch unvergesslichen Highlights. Schade eigentlich, dass das Jahr schon wieder vorbei ist. Es kommen alle 17 Mannschaften auf uns über. Die ersten drei haben einen Gutschein, können irgendwo zusammen essen. Und die von 4 bis 17, die haben ein Geschenk gehabt. Einerseits kann man wählen zwischen einem Spaghetti-Korb oder einem Risotto-Korb. Karin Blümeli, Leib und Gut, Gemeinderätin, verantwortlich hier für Sport und über die Sportministerin Katja Grosnik-Klaus. Ja, die nennt der Reihe noch die Mannschaft, die Bühne auf den Betten, respektive bei den Rängen 4 bis 17 einfach Team Captain und dann bei den ersten drei eben alle. Ja, gewonnen hat der Skiclub Grabserberg. Zweiter wurde 10 Kostig Edelsteh und dritter sind Allrounder geworden. Die Ranglisten sehen ihr hier ganz klein, wenn ihr es genau wissen wollt, unter grabsergöp.ch, Grabsergöp 2019, könnt ihr es genau verfolgen, wie das eben vonstatten gegangen ist. Grabsergöp 2019 ist Geschichte, aber es ist wirklich eine grosse Sache. Ein Dorf lebt auf. Ein Dorf zeigt, was Verein, Politik und einfach alle miteinander leisten können. Ja, hey, Skiclub Grabserberg! Warum ja. haben wir gewonnen? Warum, dass wir gewonnen haben? Wegen Ueli? Ja, ja, weil wir so einen guten Team-Captain wie der Ueli haben. Ich glaube nicht, ich glaube wegen den Frauen, hä? Ja, ja, wir haben auch starke Frauen dabei gehabt. Also die stärkste ist jetzt nicht da, aber... Genau, ja. Stimmt. Ja. Wo haben wir gewonnen? Beim Jassen, beim Schiessen? Ja, halt bei unserer Paradedisziplin, beim Skifahren. Ja, komm jetzt. Ja. Nein, selber kann es nicht heben. Mol. Nein, das hat der Mueli. Dort haben wir den Grundstein gelegt. Das hat der Mueli. Ja, er war der Motivator. Alle rufen immer Ueli, Ueli, Ueli. Warum denn? Das kann schon sein, aber ich bin nur der, der sie ein bisschen anzahnen muss, dass sie mal etwas tun. Wir hatten halt einen guten Skiclub, der hinter uns gestanden ist, der uns völlig unterstützt hat. Und ohne dieses Team wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Ohne die Sponsoren, die wir genau. hatten. Ohne den Wagenbau, der uns so unterstützt hat mit Fanleistungen und ja. Aber jetzt wohnen doch alle in Grabserberg einzügeln, oder nicht? Ja, wir wohnen fast alle im Grabserberg. Aber fast alle, aber nicht gerne alle? Ja, nicht gerne alle, nein. Geht das eben? Und mal, wir haben es aufgenommen im Skiclub. Ja, wir waren alle, glaube ich, super gewesen. Was war denn deine Paradedisziplin? Ja, Skifahren natürlich. Ja, aber nur mit Skifahren allein machst du ja nicht. Ja, aber der grösste Teil schon. Bist du jetzt zufrieden mit den Frauen? Nein, Corinne, nicht. Eindeutig müssen mehr Goal schiessen. Ja, sie hat trainiert einmal. Aber Einsatz hat sie gehabt, gell? Das hat sie schon gegeben. Das ist die Topse. Du, Corinne, was sagst du so dazu, wenn er so über dich redet? Geht doch nicht. Also, ich bin sehr dankbar für den Trainer. Aber der gibt noch ein Nachspiel, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Nicht? Er hat alles gegeben und war top gewesen. Und du bist ja zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? Ja, ja. Sehr. Aber du wohnst nicht im Grabserberg, gell? Nur. Aber zügelst du wieder rein jetzt? Nein, ich denke nicht. Ja, muss ja auch nicht sein, weil Grabs ist international, das hat ja der Grabser Cup auch wieder gezeigt. Grabs strahlt aus nach aussen und der Männerchor, die können von Alabama her. Ich komm von Alabama her, mein Banjo in der Hand. Ich geh nach Louisiana, wo ich meine Liebste fand. Oh, 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 Susanna, wisch dir die Tränen ab. Es dauert nur noch kurze Zeit, bis ich dich wieder hab. Alabama, die Sonne schien, doch mir war kalt vor lauter Traurigkeit. Jetzt regnet es, doch mir ist warm, so groß ist meine Freude. Oh, 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 Susanna, wisch dir die Tränen ab. Es dauert nur noch kurze Zeit, bis ich dich wieder hab. Ah, ah, ah.
stiller Nacht, in dunkler Nacht, da träumte mir von dir Susanna. Susanna kam den Berg herab und ging nach Haus mit mir. Oh, 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 Susanna, wisch dir die Tränen ab. Es dauert nur noch kurze Zeit, bis ich dich wieder habe.